Eine fast normale Klinik mit Ärzten, OP-Sälen und Patienten. Und doch ganz anders. Hier behandelt man die größten Haustiere des Menschen, Pferde. Die Patienten können nicht sprechen, die Ärzte sind Detektive und die Besitzer bangen um ihre liebsten Vierbeiner. Die Tierklinik in Lüsche. Für die Klinikmitarbeiter ist kein Fall wie der andere. Glück und Leid liegen hier manchmal nur eine Boxengasse voneinander entfernt. Besuch bei Mini Chetty Zora. Sie kam als absoluter Notfall vor 14 Tagen nach Lüsche. Hey Mausi, jetzt ist wieder besser, ne? Die bösen Viecher. Es waren halt drei Rottweiler ausgebrochen und die haben einen kleinen Streifzug gemacht und sind dann hinter dem Pony her. Und haben es entsprechend gejagt und gebissen. Ja, der Tierarzt, der sie begutachtet hatte, zu Hause noch, der hat direkt gesagt, entweder jetzt direkt in die Klinik oder wir geben ihr eine Spritze. Das Team hat hier wirklich gute Arbeit geleistet und ja. Die waren aufgeschockt. Ja. Hallo. Hallo. Na? Am Anfang dachten wir ja, weil wir uns ja nicht so ganz sicher, ob die kleine Maus es schafft, ne? Aber sie hat sie sehr gut gemacht. Ja. Ne? Wir haben irgendwie so bis 11 an ihr rumgenäht. Und als ich am nächsten Morgen ins Stall gekommen bin, die Tür aufgemacht hat, hat sie uns angewiehert. Und das war schon sehr schön. Zora ist also über den Berg. Darf die kleine Ponydame heute endlich wieder nach Hause? Währenddessen hat sich draußen ein dringender Patient eingefunden. Haflinger Winston. Er kommt direkt in die Notaufnahme. Der Wallach hat Fieber, trotz Medikamenten wollte nicht fressen. Die Ärztinnen vermuten, dass er eine Kolik hat. Eine Erkrankung, die bei Pferden nicht selten ist und sehr gefährlich. Ich finde auch, dass er dafür, dass er schon ein bisschen Medikamente bekommen hat, ich kenne ihn nicht. Aber er scheint mich schon zu teilnahmslos. Total. Normalerweise würde er jetzt nicht ganz. Es ist zwar gemütlicher, aber er würde nicht so ruhig stehen. Nein. Kann natürlich auch sein, dass da was ganz anderes zugrunde liegt. Also, wenn wir Bauchschmerzen haben, spannen wir den Bauch ja auch an. Gucken wir einmal schnell. Du machst das wirklich sehr, sehr tapfer und du hast es fast bestanden. Im klinikeigenen Labor wird Winstons Blut umgehend analysiert. Seine Entzündungswerte sind alarmierend hoch. Besitzerin Imke Guse versucht, die Fassung zu bewahren. Sie hat für den Fall der Fälle vorgesorgt. Denn eine Not-OP kann schnell mehrere tausend Euro kosten. Das ist eigentlich das Pferd meiner Tochter oder Pony meiner Tochter. Da haben wir den OP versichern lassen, für den Fall, dass mal sowas ist, dass man dann nicht hier im Notfall steht mit dem Kind daneben womöglich und sagt, nö, das ist uns jetzt zu teuer. Ein weiterer Wert kommt aus dem Labor. Die weißen Blutkörperchen sind in der Bauchhöhle. In diesem Fall liegen die bei 144.000. Das heißt, dass auf jeden Fall eine Bauchfellentzündung vorhanden ist im Moment. Okay. Na? Es ist nur die Frage, wodurch wird diese Bauchfellentzündung verursacht. Ich würde dann im OP einmal Bescheid sagen, wir bereiten alles vor. Also bitte heute. Und dann machen wir das sofort. Ja. Genau. Nicht so glücklich, schon blöd. Mir wäre lieber gewesen, die hat mir gesagt, kleine Behandlung und nimm ihn wieder mit. Aber jetzt ist das mal nicht so und dann soll er auch jetzt gleich die möglichst beste Behandlung kriegen. Die Prognose für Winston ist vorsichtig, aber die OP ist seine einzige Chance. Er wird sofort in Narkose gelegt. Akribisch und konzentriert suchen die Ärztinnen nach der Ursache für die Bauchfellentzündung. Ich finde nirgendwo eine Stelle, wo was rupturiert sein könnte. Ich würde jetzt einmal versuchen, das Kolon noch vorzulagern. Ärztin Lisanne Damhäus von der Notaufnahme findet schließlich die Ursache im Gewebe. Das Ergebnis ist leider eindeutig. Aber das hier ist nicht normal. Ich würde es fast für wahrscheinlichsten halten, dass er irgendwas Komisches wahrscheinlich gefressen hat oder dass es ein Tumor ist, der Darmwand halt irgendwie kaputt gemacht hat. Und das Problem beim Pferd ist aber, sobald du Futter in die Bauchhöhle hast, dann verteilen die Bakterien sich so, dass man ihn einfach nicht mehr retten kann. Also das heißt leider für ihn jetzt, dass wir ihn einschläfern müssen. Die schwierige Nachricht will die Ärztin auch selbst der Besitzerin überbringen. Mit der Kamera halten wir Abstand. Der Schock ist für Winstons Besitzerin einfach zu groß. Auch für die Ärztin ist das nach wie vor keine Routine.
das bleibt echt schwierig. Und es ist auch total unterschiedlich von Besitzer zu Besitzer, wie sie darauf reagieren, sag ich jetzt mal. Aber was ich das Wichtigste finde, ist, dass die Besitzer auf jeden Fall ein gutes Gefühl, sag ich jetzt mal, in dem Sinn an den Abschied halten, dass sie wissen, dass, und das hat diese Besitzerin ja wirklich, sie hat ihr Pferd alle Chancen der Welt gegeben. Nicht alle Patienten kann man retten. Doch für Zora heißt es heute, ab nach Hause. Gute Reise und bitte nicht so bald wiederkommen. Das ist gut. Wenn Sie noch was brauchen mit der Versicherung. Ja, super. Vielen Dank. Die Behandlung soll die Versicherung des Hundehalters zahlen. Jetzt gerade zählt aber nur, Zora hat es geschafft. Wir sind denen mega dankbar und es war echt eine gute Teamleistung, die die da gebracht haben, wie sie die versorgt haben, als wir auch ankamen, direkt mit vier Ärzten und Arzthelferinnen. Also das war echt schon nicht schlecht. Zora ist also gesund entlassen. Doch die nächsten Pferdepatienten warten bereits in der Tierklinik Lüsche. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.